Belohnung für den Sieg nehmen. Was für ein Sieg wir haben, steht da gar nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen bei The Tribes. Yeah! Einen wunderschönen Dienstag euch gewünscht, beziehungsweise euch natürlich einen wundervollen, ja, wundervollen Samstag. Es ist sehr laut. Kann das so ein bisschen die Musik hier rausnehmen. Für euch natürlich einen wundervollen Samstag. Für mich ist es Dienstag, weil, ja, ich bin am Samstag, also heute, wenn ihr das Video gerade guckt, ja, 18 Uhr, ich müsste jetzt fast schon so langsam aus der Halle gehen, auf Gamescom. Von daher nehme ich das hier alles vorher auf, weil mir gerade mal so bewusst geworden ist, so, ja, The Tribe ist Samstag, wenn ich auf Gamescom bin, wird ein bisschen schwer und vorher aufnehmen, weil, wir sind auf der Gamescom am Donnerstag, am Freitag und ich dann selber nochmal am Samstag. Wird ein bisschen schwer. Von daher nehme ich das heute auf, damit ihr schön was zum Gucken habt. Sonntag bin ich dann nicht mehr auf der Gamescom. Den letzten Tag, den... Sonntags ist auch, ne? Ich meine, sonntags wäre auch. Ich weiß es jetzt gerade auswendig gar nicht. Ich meine, es wäre auch Gamescom. Boah. Aber dann machen wir einen schönen morgendlichen Chill-Stream am Sonntag dann nach der Gamescom und lassen nochmal ein bisschen Revue passieren. Ob ich es schaffe, von der Gamescom aus zu streamen, weiß ich selber gar nicht. Ich bin auch so nicht der Handy-Streamer eigentlich. Ich habe ja nur ein Handy. Ich hab von fern nix. Und dann schauen wir mal, was wir spielen werden am Sonntag. Auf jeden Fall am Sonntag will ich streamen. Dann müsste das mit meinem Gesicht auch wieder einigermaßen noch besser gehen als jetzt eh schon. Auf jeden Fall Hobbys. So. Auf jeden Fall Hobbys, dass es dann besser geht. Mit meiner Gesichtsakrobatik. Achso, das Schild ist dahinter, das sieht man gar nicht. Ach, wie süß. Ja, hier. Ausbauen. So. Zack. Zack. Achso, nein, da nicht. Das auf jeden Fall, sonst haben wir da gleich nichts mehr. Da seid ihr auch auf der Gamescom? Oder wart ihr auf der Gamescom? So muss ich das ja fragen. Wart ihr auch auf der Gamescom? Vielleicht werden wir hier nochmal ein bisschen weiterarbeiten im Livestream dann nochmal zwischenzeitlich. Das werde ich jetzt immer so nebenbei machen vielleicht. Vielleicht. Lalala. Immer mal so nebenbei. Ja. Und bevor die Frage kommt, ja, Reactions wollte ich eigentlich auch mal machen, aber ich weiß auch nicht aktuell so wo drauf. Ganz ehrlich, ohne irgendwas zu kritisieren, also, ne, ich bin jemand, der möchte auch nichts kritisieren irgendwo. Dass es nachher in Beef und Bytes ausartet. Moment. Oh, musste gerade mal
etwas abniesen. Irgendwie ist meine Nase zu, ey. Kann ich jetzt gerade aktuell gar nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Dass ich jetzt so erkältet bin oder so. Das wäre jetzt recht doof vor der Gamescom. Zimmer ist nämlich schon gebucht für eine Nacht. Ich darf nämlich mit Creator Games da sein. Ich darf nämlich mit Creator Games da sein oder von Creator Games aus darf ich schön an der Gamescom teilnehmen. Ich glaube, der CVD, der hat einige Termine. Das ist der Inhaber von Creator Games. Wer nicht weiß, wer Creator Games ist, die haben die Firma Red Moon übernommen. Beziehungsweise die Browser-Games wie Monsters Game, Nightfight und ist der Publisher von Heart of Muriel. Nur so zum Verständnis. Huch. Da. So. Und so. Im Moment langsam so fängt das alles an abzuschwellen übrigens. Ne? Ich bin ja operiert worden am Kiefer, beziehungsweise der Zahn ist dann auch irgendwann doch rausgemusst. Jetzt ist es ein bisschen echt ein bisschen komisches Gefühl, weil jedes Mal der Faden jedes Mal irgendwo dagegen hämmert. Ne? Das ist so unangenehm. So unangenehm. Fühlt sich echt komisch an. Aber naja, so ist das halt, ne? Quatsch. Ja, komm mal machen hier, komm. Drauf geschissen. Was juckt uns das? Nix. Zack. Bam 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 bam. So, wir müssen mal ganz schnell hier. Genau, da baut sich nämlich schon der nächste Sturm auf. Hast du gesehen? Da baut sich nämlich der nächste Sturm auf. Das will keiner. Das will einfach keiner. Oh. Was? Haben wir kein Sand? Das ist aber strange. Yo.
Ja. Wenn ihr auf der Gamescom wart, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr, ne, was ihr erwartet habt von der Gamescom und was ihr, warum ihr da wart und was habt ihr euch so angeschaut. Ich würde ja gerne fragen, ne, so, wo sollen wir mal schauen gehen, aber das ist, wie gesagt, schon viel zu spät, wenn die Folge kommt. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, naja. Sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben, dass ich das nächstes Jahr nicht vergesse. Aber wahrscheinlich werde ich es vergessen. Weil ich bin alt und vergesslich. Jo. Häuschen. Ja, Zufriedenheit. Ach ja, Zufriedenheit. Zufriedenheit brauchten wir. Ja, wir können Zufriedenheit machen oder herstellen. Können wir sofort machen. Jo. Weil wir brauchen ja noch mal ein bisschen Häuschen hier, ne? Wir brauchen ja ein bisschen Häuschen. Ach, das könnten wir auch machen, so. Ja, Kunstgalerie bringt noch mal 1000. Ach komm, wir machen eine Kunstgalerie hier rein, ey. Eben eine kleine Kunstgalerie. Zack, hier wird eine Kunstgalerie gebaut. Ende aus. Mickey Maus. Zack. Was soll der Geiz? So, und wir müssen einfach Sand herstellen. Da geht auch nichts dran vorbei. Da geht auch nichts dran vorbei. Es ist so. So, zack. Ob ich es noch schaffe, irgendwie rechtzeitig mal. Nee. Einfach nee. Wenn einer fragt. Nein. Nein, schaffen wir nicht. Ist so. Es ist einfach so. Eigentlich würde ich, ich habe ja gerade erwähnt, oder vorhin erwähnt, Reactions würde ich gerne mal machen. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt so, ich glaube, Clips. Heißen die Twitch-Clips? Funny-Clips? Ich weiß es nicht. Vielleicht sowas. Sowas, aber das würde ich vielleicht nicht unbedingt jetzt direkt in einem Livestream machen. Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig. Auch wenn ich die Quelle angebe, natürlich. Wäre vielleicht mal was, ne? Wäre vielleicht mal was. Aber wie gesagt, das wäre dann eher so immer so ein bisschen. Jetzt nicht zufallsbasiert, sondern einfach eher wirklich. Rein, wie es gerade kommt. Ne? Wie es gerade passt. Würde ich die Folgen raushauen. Da, da. Was soll das denn jetzt? Kannst du jetzt hier nicht einfach Blümchen hinsetzen und all sowas? Das geht ja mal gar nicht. So. Weitere Häuser zufrieden. Wir brauchen wieder ein Zufriedenheitslevel. Ach ja. Das hätte ich vielleicht mal. Ja. Ein Postamt irgendwo noch. Geht auch. Zack. Auch nicht ein Postamt. Was bringt der Postamt denn? Wo sind da schon wieder hin? Hä? Ah, da. 1600. Okay. Ist okay. Kann man mit leben. Glaube ich.
Kann man, glaube ich, gut mit leben. So, jetzt kommen wir aber hier bestimmt ganz. Konstant. Da einmal und da nochmal einmal, dann haben wir es ja auch. So. Jetzt mal gucken, ob der CVD jetzt nicht angerufen hat. Wir haben es auch relativ gut. Also gut im Sinne von wirklich gut, weil irgendwo gab es eben, ne, gibt ja Leute, die dann so Rückbuchungen machen, und wir haben dadurch jetzt ein Hotelzimmer direkt neben der Messe bekommen. Sehr gut. Kann man ein bisschen länger schlafen. Kann man ein bisschen länger pennen, ne? Ist einfach so. Ist einfach so. Upsa. Food. Gib ihm nochmal Food. Juhu. Hä? Kann ich hier... Warum kann ich hier nicht bauen? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, geh doch mal weg. Oder hier weg. This mine. Warum passt's denn jetzt hier nicht hin? Das ist doch... Wahrscheinlich kann ich jetzt das Haus gleich nicht mehr bauen, ne? Von meinem Glück. Echt jetzt? Warte mal, da müssen wir jetzt mal eben gucken. Essen soll ich ja noch haben. Sag ich doch. Zack. Wir müssen ja irgendwie auch Kohle machen, ne? Kommt ja auch dazu. Irgendwie müssen wir ja auch Kohle machen. Achso, ja, hier. Boah, hau ab, Fliege. Lass mich in Ruhe. Ja, hier, mach mal kochen. Dann sind wir die wenigstens los, alle. So. Moloch-Insel, da sind wir gerade. Bergvorland. Ja, könnt ihr gerne mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Warum wart ihr auf der Gamescom? Oder warum wart ihr nicht auf der Gamescom? Konntet ihr nicht? Hattet ihr keine Zeit? Interessiert euch die Gamescom einfach gar nicht? Und wenn er da wart, warum war er da? Und ne, wo, was hat euch interessiert da? Oder was fand er ganz toll? Was fand er schlecht? Würde mich mal interessieren.
Würde mich echt mal interessieren. Ich habe keine Ziele, ehrlich gesagt, auf der Gamescom. Ich lasse mich da einfach wieder relativ überraschen. Ne? Ich bin da jemand, der guckt sich nicht an, was es da so gezeigt wird oder welche Gaming oder welche Entwicklerstudios oder Publisher da sind. Wenn, interessiert mich ja eh nur unser Studio. Nein. Nein. Ich lasse mich da gerne einfach überraschen. Weil Überraschung ist immer, glaube ich, noch das Beste, was man haben kann. Meiner Meinung nach. Halt. So meine Einschätzung. Da. Also ich würde nämlich immer sagen, so, ne, einfach da so freischnauze hingehen und sich das so alles mal anschauen, ne, was da geboten wird oder eben nicht geboten wird, je nachdem. Ist, finde ich persönlich, eigentlich irgendwie immer am coolsten. Weil dann machst du dir selber auch keinen Druck. So nach dem Motto, oh, das will ich, da will ich aber unbedingt hin. Das kann ich mir jetzt, das Game kann ich, oder diese, mit der Sache kann ich mich jetzt gerade nicht beschäftigen, weil ich will jetzt gerade dahin. Das Spiel will ich noch sehen. Weißt du, dann, zack, hast du eigentlich dich wieder selber unter Druck gesetzt und gegebenenfalls geht dir ein gutes Spiel deswegen flöten. Das, da würde ich gerne drauf verzichten, nämlich. Da würde ich gerne drauf verzichten. Der CVD hat einige Termine da auf der Gamescom. Was ich in der Zeit mache, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ob ich mit darf, mitkommen, hingehe. Ob ich abgeschoben werde. Nein, ich weiß es nicht. Ach, hier müssten wir auch nochmal. Okay. Na! Soll das? La, la, la. La, la, la. So, das machen wir mal einmal fertig, dann ist es auch mal fertig, ne? So einfach kann das sein. Jetzt machen wir Dünger. Dünger war für hierfür, ne? Ja. Ich hätte gerne noch einen Marktplatz, ehrlich gesagt. Ich hätte so gerne noch einen Marktplatz. Boah, Gott sei Dank. Da hätte ich jetzt aber fast Probleme gehabt. Huiuiuiui, da hätte ich aber fast. Das wäre es fast gewesen. Kap der Fischer. Haben wir gar nicht vorher gemacht. Shit. Mache ich eigentlich immer gerne vorher. Kap der Fischer. Damit wir da am Ende nochmal was machen können. Das ist natürlich doof jetzt. Ja, ja. 20 Ding. 7 braune bräuchten wir noch, ne? Und wir sind voll. Ja, das heißt für mich, also, von den Braunen brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr so viele. Nein! Hohoho. Das wäre fast gewesen. Von den Braunen? Ja, Braunen. Oh, hau ab mit dem Dosenfraß, Junge. Ich kann doch nichts dafür, dass wir wieder voll sind. Und ja, außerdem habe ich doch... Ich habe doch 7. Jetzt. Ah, jetzt. Erkunden. Geil. Ja, jetzt müsste ich ja frei haben ohne Ende.
3 Stunden, können wir das nicht? Wir können es so beschleunigen. Ja, das können wir. Das können wir auch beschleunigen, ey. Ja! Angel bereit machen! Wir betreten ein neues Territorium! Hurra! Während wir im stillen Wasser gefischt haben, habe ich seltsame Geräusche vernommen. Sie kamen aus dem Süden. Ich glaube, der südliche Teil des stillen Wassers wurde von den Kraken besetzt. Sumpf trockenlegen. Ah ja, okay, das können wir auch machen. Okay. Ups. La 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 la. Siehste, wird es dann hier weiter? Boah, ist das teuer. Ah, wir haben ja jetzt auch so viel Kohle wieder ausgegeben, ne? Ärgere ich mich ein bisschen. 20 lila Fische? Was sind das? Sind die lila Fische? Hab ich gar nicht. Wo gibt's die? Nicht erreichbar, Häuptling. 5 und davon brauchen wir welche. Ja, na gut, das sollten wir wohl hinkriegen, denke ich mir mal. Davon brauchen wir ja nur ein bisschen was. Naja. Entschuldigung. Musste husten. So, lass uns mal. Ach so, Quatsch. Yay. Hier, ein Schuh. Ach, jetzt habe ich. Jetzt, weil ich keinen Schuh hab, ne? Dann willst du einen Schuh haben, Junge. Jetzt wollen sie alle Schuhe haben. Aha. Komisch, ne? Komisch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. So, lass doch mal trocken legen. Dafür brauchen wir wieder. Sind es die hier, ne? Ja, dafür brauchen wir auch wieder so welche. Ja, lass mich doch mal. Ah, guck mal hier. Schuh. Junge, ich hab einen Schuh. Ach, da kriegt man von denen. Okay. Da kriegt man ja richtig gute Geschenke von denen. Ah, jetzt habe ich keine Würmer mehr. Ja, okay. Das sind auch Dinge, die man eigentlich nicht hören will. Ich habe keine Würmer mehr. Ja gut, wir müssen ja eh das hier gleich trockenlegen. Dose, habe ich. So, sieht noch gut aus soweit. Achso, wir wollten zu den Nachbarn, ne? So, Geschenke. Wunschliste. Wir erfüllen Wünsche heute. Claudia. So, wir fangen diesmal auch mal unten an. Bei der Petra, bei der Daniela. Gan. Elvira. Ichiro. Maya. Maya. Conny. So. Da, 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 da. Lass mal gucken, ob da irgendwo Sachen sind, die wir auch brauchen könnten. Ten, ten, ten. Da, 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 da. Da sind wir schon wieder gleich bei 30 Minuten, meine Güte. Die Zeit rennt heute wieder. Letztes Mal wieder so viel Zeit gehabt, heute rennt sie wieder. Bestimmt haben wir irgendwas vergessen gehabt. Das glaube ich eh immer. Dass wir irgendwas vergessen haben. So. So, so was nicht mit mir. Ich bin alt und schreckhaft. Und mein Herz macht sowas nicht mehr mit. Das ist das andere Problem.
Tam ta. Ta 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 ta. Ta ta. La 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 la. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen am Vorproduzieren für die Gamescom. Und für die Tage natürlich danach, weil ne, eigentlich das Wochenende, das wäre dann jetzt ne, das Aufnahmewochenende. Also ne, ich nehme dann immer am Wochenende. Hallo, ich bin Mark. Am Wochenende nehme ich dann immer einen Schwung auf, damit ich in der Woche vielleicht nicht ganz so viel mache. Wie gesagt, ich mache es ja auch nur hobbymäßig. Ne, ich verdiene kein Geld damit. Leider. Nein, ich muss regulär arbeiten. Ich muss körperlich arbeiten. Also richtig so, ne? Körper, so puff, puff. Nein, soll jetzt nichts heißen. Soll jetzt nichts heißen. Das andere ist auch anstrengende Arbeit. So, gut, Freunde. Ich hoffe, vielleicht sind wir uns ja auf der Gamescom auch begegnet. Dann, falls wir uns gesehen haben, schreibt doch mal Hallo. Falls wir uns gesehen haben, oder ja, bringt mir jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, wenn wir uns auf der Gamescom treffen oder ihr mich jemand sieht, gerne mal Hallo sagen, weil die Folge kommt zu spät dafür. Naja, ja, schwierig. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und dass er immer so fleißig, echt so fleißig The Tribes guckt. Da bin ich echt begeistert von, so viele Jahre, dass ich The Tribes aufnehme. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, lasst ein Däumchen da, lasst einen Kommentar da. Und wenn es nur ein Hi ist oder sonstiges, ich freue mich über jeden Kommentar. Auf jeden Fall, vielen Dank und ciao mit V. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Gamescom. Ansonsten hoffentlich ein schönes Wochenende.